Stück für Stück habe ich so gemerkt, manchmal konnte ich gar nicht schlafen nachts, weil ich plötzlich gemerkt habe, was das 18. Jahrhundert eigentlich bedeutet. Also dieser Kontrast zwischen diesen hochkultivierten Fürsten- und Königshöfen in Europa, wo eine wahnsinnige Kultur herrschte und eine Mode auch, die jede 10 Jahre komplett wechselte und wo der Musikstil sich auch alle 10 Jahre radikal geändert hat. Und gleichzeitig ein großer Teil der Bevölkerung, der ganz einfach gelebt hat, aber irgendwie instinktiv an der Musik teilgenommen hat. Also sprich, diese Musik auf den Straßen gepfiffen hat. Man kennt ja die berühmten Geschichten von den Mozart-Opern. Und das war so faszinierend, mich da reinzudenken, dass ich dann irgendwann gesagt habe, das soll eigentlich mal eine Platte werden, also eine CD werden. Und jetzt ist sie da und ich finde, es ist vielleicht auch ein Anfang für mich wirklich, dieses 18. Jahrhundert noch mehr kennenzulernen, weil da liegt noch ganz viel, was mein Cello schon kennt, da es ja 1721 gebaut wurde, was ich aber noch nicht kenne. Zunächst mal sind es 4 Stücke, die instrumental so extrem schwer sind, dass meine Kollegen ab und zu schon das Wort unspielbar verwendet haben, so Cello-Kollegen. Also, und ich habe mich auch damit instrumental sehr auseinandersetzen müssen, weil das sind technische Herausforderungen. Ich nehme an, dass damals, zumindest in Venedig, weiß man es, gab es junge Musiker und Musikerinnen in Klostern, die 18 Stunden pro Tag, wie Paganini auch, 18 Stunden pro Tag geübt haben. Also das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, unter welcher Disziplin die damals die Instrumente gelernt haben. Und da blieben sicher ein paar Leute übrig. Wir kennen einige Namen von Virtuosen, die waren so gut, dass sie diese Sachen eben wirklich spielen konnten. Und für diese wenigen Leute wurde diese Musik komponiert. Ist also hochvirtuos und gleichzeitig, was besonders schwer ist, die Mode, also der Stil, ich nenne es eigentlich eher Mode, also die Mode in der Musik hat sich wirklich mit der Kleidung und mit den Möbeln und mit der Architektur alle 10 Jahre komplett geändert. Jim, Tom, damals würde jemand mit seinem Handtäschchen schleudern, sondern das ist ja mit dem doch eine bewusste innere Aktion, wenn sie sind. Also an der Zeit zerren und ziehen, Tempo rubato, Zeit stehlen, Zeit klauen. Also das ist auch, glaube ich, eine ganz große Stärke von Reinhard Goebel. Der kennt sich so gut aus in diesem 18. Jahrhundert, dass er einfach weiß, wie man auf den Punkt kommt. Also da gibt es keine Umwege. Es wird nicht irgendwie irgendeine Atmosphäre erzeugt, sondern man geht wirklich auf die Musik zu. Und das hat mich eben auch immer überzeugt, dieser Drive, den er beim Musikmachen hat.
denke, dass Musik immer, zumindest im 18. Jahrhundert, immer eine grundsätzlich energische Sache gewesen ist. Also wie Ausdruck ist energisch. Ausdruck heißt kommt von Drücken, etwas bewusst bewegen oder vorwärts bewegen. Und für mich ist Ausdruck sowohl im Schmerzlichen oder sowohl im Langsamen als auch im Schnellen oder gerade im Langsamen nie und never Stillstand, sondern auch da immer Bewegung und im Schnellen sicherlich mit Eleganz, Virtuosität, aber auch Kraft. Also für mich persönlich ist Musik, also so habe ich auch meine Geige immer gespielt, es ist ein Hochleistungssport. Im Grunde genommen dann alle Arbeiten mit Jan Vogler fabelhafte Erinnerungen. Er ist ja nun auch jemand, der sozusagen aus dem Nichts auf 100 kommen kann. Und das ist, ich glaube, da sind wir ergänzen uns ganz fabelhaft. Da bin ich sehr sicher. Reinhard Goebel war so der Türöffner, der mich da reingeschubst hat in dieses 18. Jahrhundert.